Also noch einmal ganz herzlich willkommen zu Vision 24. Wir werden heute eben auf mehrere Arten noch einmal ins Energiefeld schauen, in euer individuelles Energiefeld schauen. Und heute soll es jetzt einfach einmal um die astrologischen Tendenzen für 2024 gehen. Also was bringt uns das Jahr 2024? Und mir ist es heute besonders wichtig, auch zu schauen, was kannst du persönlich mit diesen Konstellationen anfangen. Also es bringt dir nichts, wenn ich sage, da kommt die große Veränderung und man kann sowieso nichts machen, sondern die Frage ist immer, wir haben Tendenzen und wie nutzt man die persönlich am besten? Und ich werde jetzt einfach mal umreißen, was so die Grundlagen, die Grundtendenzen sind. Die gute Nachricht zuerst, es ist jetzt einmal, auch wenn es jetzt noch etwas frustrierend ist und wenn das wer gemerkt hat, die letzten drei, vier Monate, wo es wirklich anstrengend und zäh war, ich weiß jetzt nicht, hat das wer gemerkt, wo man sich dachte, ich kriege nichts weiter, es ist ein bisschen frustrierend, man steht an. Also das ist eine Energie, die löst sich jetzt dann und ziemlich genau zum Jahreswechsel. Das heißt, wir haben ab 2., 3. Jänner, wenn der Merkur umdreht, haben wir dann eine super Bestrahlung auch mit Jupiter zusammen. Das heißt, wir haben eine gute Energie und ich würde die Grundenergie des Jahres generell einmal so umschreiben, dass ich sage, es geht darum, dass man nach diesem Feststecken, nach diesem es geht nichts weiter, ich trete ein bisschen auf der Stelle, ich habe das Gefühl, ich hänge in der Vergangenheit, dass wir da jetzt wieder Horizonte schaffen können, wo wir sagen können, ich stelle mir mal vor, wie es für mich persönlich weitergehen könnte. Und das Wichtige ist eben für mich persönlich weitergehen. Ich kann nicht sagen, wie geht die Gesellschaft weiter, wie geht es politisch weiter, wie geht es finanziell weiter, also mit der Wirtschaft weiter, sondern ich muss für mich persönlich eine gewisse Klarheit finden, eine gewisse Struktur finden. Und alle Konstellationen, die uns so begleiten werden, 2024, deuten das eigentlich an. Ja? Also das ist wirklich so dieser Weg nach vorne, diese Perspektive nach vorne. Und wichtig ist da, diese Innenschau zu halten. Das heißt, wenn du noch nie meditiert hast, dich noch nie mit dir auseinandergesetzt hast, wo du sagst, wo möchte ich denn hin, was ist denn ein Ziel, dann würde ich auf jeden Fall mal diese, gerade auch die ersten Monate, also so bis Mai, Juni, so Mitte des Jahres nutzen, dass ich sage, wo will ich denn hin? Das heißt nicht, dass sich das automatisch umsetzen lässt. Ja, das ist auch wichtig, dieser Unterschied zwischen einem Bild, einer Vision und dem, was ich umsetzen kann. Aber ich kann einmal einen Weg beschreiten und sagen, das eher und das eher nicht. Und dafür ist es eine super, super Zeit. Das heißt, wir werden uns innerlich leichter fühlen, auch wenn es im Außen frustrierend und eng bleibt. Das ist so der kleine Appendix bei der ganzen Geschichte. Also außen wird sicher, es wird nicht ruhiger. Also es wird weder klarer, es wird nicht ruhiger. Und ich habe es heute schon gesagt, wir werden wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass eine Normalität wiederkommt. Ja, also zumindest die Semester, so wie ich, so 23 sind, die so um die 50 sind, da wird es eher weniger werden, dass man sagt, wir werden nochmal eine Normalität kennenlernen. Das heißt, wir sollten uns wirklich damit auseinandersetzen und damit abfinden, dass es einfach immer wieder Wechsel geben wird und es wird nicht so bleiben, wie wir es gewohnt sind. Also diese alte Gewohnheit, alles ist normal, ich bin einmal bei einem Job, ich mache einmal das mein Leben lang, ich bin immer an einem Ort, das sind alles Themen, die werden sich permanent wechseln. Das muss nicht schlimm sein, man braucht auch keine Angst haben, aber das ist auf jeden Fall, das ist jetzt gegeben, das ist diese Zeit. Und mit dieser Zeit, da kommen wir jetzt schon dazu, ich habe es auch in den YouTube-Videos, wer das schon mal schaut, schon immer wieder erwähnt, zu diesem Thema, wir haben Uranus im Stier, ne? Und Uranus ist das Wassermännische, ist das Revolutionsprinzip. Und Stier, könnt ihr euch vorstellen, ist von der Symbolik her, sind die Werte, ist das Hab und Gut, ist die Materie. Ne? Und Uranus, also Revolution plus Wert, was heißt das? Ja? Wir sehen es ja auch schon im Konkreten. Wir sehen eine Inflation, wir sehen einfach diese Immobiliengeschichten, die platzen jetzt mit dieser Signa-Gruppe, was wir gerade aktuell jetzt haben. Also wir sehen ja andauernd schon einen Wandel in dem, was fix ist, wo wir gesagt haben, das bleibt dir bestehen, das ändert sich permanent. Ja? Und da ist eben der Uranus gerade am Werk. Ja, das ist ja diese Veränderung unserer Werte. Das heißt, alles Konkrete, und da kann man schon einmal sagen, alles, was wir anfassen können, wo wir sagen, das ist mein Schatz, meine Schatzkiste, mein Hab und Gut, mein Hof, was ich einzäunen kann, all das wird nicht mehr diese Wertigkeit haben, wie es gehabt hat. Das ist das Thema.
Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass diese so quasi die sichere Bank, das ist mein Haus und das gebe ich dann weiter und das vererbe ich und so weiter, dass das alles in Bewegung ist und auch in Bewegung bleibt und dass das nicht mehr diese Wertigkeit hat. Ja? Dasselbe ist natürlich auch der Revolutionär im Eigenwert. Und das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man sagt, der Selbstwert Stier, und auch da ist Revolution. Das heißt, es geht darum, einen neuen Eigenwert, Selbstwert zu finden. Wir können nicht mehr mit den Werten, die wir gehabt haben, wo wir gesagt haben, das macht uns aus, kommen wir nicht mehr so weit. Zum Beispiel einer dieser Werte, das habe ich auch neulich diskutiert jetzt mit einem Klienten, ohne Fleiß kein Preis, ist so ein Satz. Ja? Also Fleiß als Wert, das funktioniert in einer Erdepoche, funktioniert sowas. Ich bin fleißig und das ist mein Wert. Jetzt kann man sich theoretisch den Buckel krumm arbeiten, ja? Und man kriegt aber diese Wertigkeit nicht raus. Ja? Und das ist da eben so der Punkt. Jeder, der jetzt, wir haben ein paar aus dem Gesundheitswesen auch da, jeder wird das wissen. Ja? Da kannst du tun und machen, was du willst, du wirst diesen Wert so nicht mehr bestätigt bekommen. Ja? Und das wird sich ändern. Also der Selbstwert und auch die Wertigkeiten werden sich ändern. Also Fleiß ist einer dieser Themen, die dich früher weitergebracht haben. Ich sage jetzt nicht, wer mal alle Hippies und wer mal alle faul. Aber der Punkt ist der, dass ich sage, nur weil ich fleißig bin, werde ich belohnt. Das wird sehr schnell uns um die Ohren fliegen. Also das ist einer dieser Episoden und das ist sicher ein Zukunftsthema, nicht nur 24, sondern was uns weiterbringen wird. Das nächste ist natürlich auch Uranus revolutionär im körperlichen, auf der körperlichen Ebene. Ich würde jedem empfehlen, achtet auf eure Gesundheit. Sorgt ein bisschen vor, schaut, dass ein bisschen fit bleibt oder gesund bleibt. Uranus ist auch die plötzliche, dass plötzlich sich was ändert. Ja? Plötzlich im Körper irgendwo was auftaucht. Und da kann man einfach vorsorgen und kann man auch schauen, dass man da ein bisschen fit bleibt und auch schaut, dass man da halbwegs bei guter Gesundheit bleibt. Das heißt jetzt nicht, wir werden alle krank oder sonst irgendwas, sondern einfach, das ist nur so auch mit ein Thema dieses Wertewandels. Und da müssen wir einfach schauen. Ja? Da muss man einfach ein bisschen dranbleiben. Gut. Ah, da kommt jetzt noch wer. Wunderbar. Also das ist diese Geschichte. Das ist Uranus im Stier. Und ich schaue jetzt gleich nochmal, was jetzt eben noch dazu kommt zu diesem Uranus im Stier, ist der Jupiter. Der kommt auch in den Stier, oder der ist jetzt dann schon im Stier drinnen. Und dieser Jupiter ist ja auch ein bisschen so die gute Fügung. Also Jupiter gilt als Glücksplanet. Gute Fügung, eine gewisse Vision, die man haben sollte, eine gewisse religiöse Vision, die man haben sollte. Ja. Und dieser Jupiter ist eben auch so ist auf der einen Seite die gute Fügung, also das ist schon was, dass wir Glück haben, dass sich etwas auch positiv auch einmal, ja wie gesagt, tut, nach vorne geht. Ja. Und dass ein Wert jetzt auch sein soll im nächsten Jahr, und deshalb habe ich schon gesagt, Vision. Such deine eigene innere Vision, such deine inneren Werte und such, wofür stehst du und was ist dir wichtig. Und das ist eben mit diesen Veränderungen im Außen, mit diesen konkreten Werten, ja, das immer weniger wert wird, ist das, denke ich, ganz, ganz wesentlich. Ne? Das ist auch einer der Aspekte, wo man auch sagt, okay, es soll eine konkret gelebte, vielleicht auch Religiosität wieder ins Leben reinkommen. Wie auch immer man das definiert. Da haben wir dann auch noch andere Aspekte im Horoskop, das werden wir sehen, aber Jupiter ist eben da dabei. Und im Mai kommenden Jahres treffen sich dann Jupiter und Uranus im Stier und das ist halt dann wirklich pure Energie, Umschwung und Umschwung zum Guten. Ja, so kann man das deuten und das hat Österreich genau in der Politik stehen. Und deshalb sage ich, im Mai werden wir sehen, wird sich politisch irgendwas ändern. Das ist eine Veränderung im Politischen zum Guten. Ja, das heißt, es ist keine Aussage, dass es jetzt schlecht ist, aber da fügt sich etwas anders oder neu. Und das ist wirklich gerade genau auf der Sonne in Österreichs Horoskop. Das finde ich halt so witzig. Ja, und darum wage ich das einmal so zu sagen. Das ist natürlich was eingeleitet wird. Ja, also das kann auch sein, dass das dann mit den Wahlen im Herbst so, dass man da merkt, okay, da hat jetzt was einen Start. Aber ich denke, wir werden einen Umschwung in der politischen Landschaft jetzt in Österreich erleben. Was das für dich eben noch einmal bedeutet, ist diese Möglichkeit, dich revolutionär neu zu denken und auszurichten
in diesem Zeitraum, so Mai rum, also so Monat von Mai, April, Mai, Juni rum, also da einfach einmal zu schauen, was ist denn mir noch einmal in Bezug auf Werte wichtig und wo richte ich mich aus? Also es ist eine super Zeit, ja? Da mal ein bisschen zu schauen und eben auch noch einmal neu zu denken. Ich merke es immer wieder, gerade weil wir in Österreich hier sehr erdig aufgewachsen sind. Ja? Das ist mein Haus, das ist mein Job, das ist meine Familie, das ist mein Gartenzaun und das ist mein Sparbuch. Und wir denken uns nicht mehr neu. Ja? Und wir sind da zu wenig beweglich und das ruft uns eigentlich dazu aus, auf nach vorne zu gehen, beweglich zu werden, in die Aktion zu gehen. Ja? Und da haben wir jetzt einfach diese gute Energie. Das heißt nicht, dass wir es umsetzen, aber dass wir uns damit beschäftigen sollten. Also das wäre mal so Jupiter, Uranus im Stier. Ja? Gut. Wir haben dann, ich muss jetzt mal schauen, ich habe mir das sicher auch aufgeschrieben, weil ich merke mir Daten ganz furchtbar schlecht. Das ist super für einen Astrologen, ich weiß, aber ist er so. Gut. Ja, dann schauen wir zum großen, da machen wir das, bevor das große Thema machen wir zum Schluss. Schauen wir noch einmal zu einem Thema und das ist der Saturn. Das sind so die Grenzen, die Beschränkungen, die Regeln und die sind im Fisch. Ja? Grenze, Beschränkung, Regel, Diszipliniertheit steht im Fisch und Fisch ist Auflösung, ist Träumen, ist das Jenseits, ist das Weiche, ja? Ist der Schlaf, ist das womöglich das weite Ausland. Ja? Aber das ist eben wirklich so dieses Weg von dem Konkreten. Und jetzt haben wir dieses regulative Prinzip in der Auflösung begriffen. Ja? Im Negativen kann das heißen, eine verlorene Grenze. Eine Grenze geht verloren. Und das ist das, was wir auch erkennen können. Also es ist eben wichtig, dass man deshalb dass Grenzen nicht aufgelöst werden. Also dass man sagt, alles ist auf einmal möglich und alles ist frei. Also weil das würde zu sehr verwirren. Das würde auch dieser konkreten Vision, wo ich sage, ich arbeite an einer materiellen, konkreten Vision von mir, das würde dem widersprechen. Und das kann eben auch sein, dass etwas eben, wo Grenzen nicht gewahrt werden, da fallen mir natürlich auch Konflikte dazu ein, im Negativsten, wo ich sage, ich wahre einfach Grenzen von einem Land nicht, zum Beispiel. Ne? Und das kann auch sein, dass die Gesetze neu definiert werden, Gesetze aufgehoben werden, Gesetze neu gedacht werden. Also das ist so diese Phase, die haben wir drinnen im nächsten Jahr und auch im übernächsten Jahr noch etwas. Das ist das eine. Das andere ist aber auch die Ermahnung von Saturn, mach dir deine Wirklichkeit, deine Innenwelt klar. Schaffe eine Struktur in dir selber. Weil ich bin alles, ich kann alles sein, das stimmt nicht. Wir haben hier alleine schon durch unsere Zeitperiode, wo wir inkarnieren, durch die Körperlichkeit haben wir eine gewisse Endlichkeit, eine gewisse Grenze. Das ist Saturn. Ja? Irgendwann ist es aus, das sagt uns der Saturn. Wir sind da beschränkt. Ja? Und da sollten wir wissen, was passt zu einem und was nicht und was ist eben wichtig für mich, was ich in mir finde und was ist nicht so wichtig. Da ist natürlich eine Beschäftigung mit der Astrologie super, wenn ich sage, okay, da habe ich die Aspekte, das lebe ich so. Das zeigt die Astrologie gut auf. Aber da könnte man sich damit beschäftigen, dass ich wirklich sage, was habe ich in mir? Und jeder, der meditiert hat, sagt ja, okay, da ist mehr in mir, als ich vielleicht jetzt nur sagen kann, ausdrücken kann. Aber was ist da wesentlich und was ist da nicht so wichtig? Und das ist eben so Saturn in Fische, der dazu aufruft, strukturiere deine innere Wirklichkeit. Ja? Sei du bitte nicht chaotisch, wischiwaschi, es kann schon sein, sondern sei du absolut klar. Gerade wenn es im Außen und im Außen werden die Grenzen, das wogelt, da fällt alles weg. Ja? Innen musst du klar sein. Das muss dir, du musst eine Struktur haben, du musst eine Disziplin dir machen. Und das ist auch eine gute Zeit, eben um zu meditieren, um da Klarheit reinzubringen in dieses Ganze, in diese ganze Bewegung rein. Also das ist auf jeden Fall auch ein Riesenschritt wieder. Beschäftig dich mit dir im Inneren. Ganz, ganz wichtig. Ja? Also da sollte man wirklich dabei sein. Das zweite große Prinzip, das wir im Fische stehen haben, ist der Neptun selber und das ist der Planet der Fische. Ja? Und das ist diese Zeit der Spiritualität, aber auch die Zeit der Verwirrung. Und ich möchte jetzt ganz konkret sagen, wir brauchen jetzt nicht auf irgendwelche Erlöser hoffen oder irgendwas, was kommt oder irgendein Wunder, das geschieht und auf einmal sind wir alle bewusst. Das ist eine Illusion. Das wird nicht passieren.
Glaube ich. Nee, ich bin ziemlich sicher. Weil der Punkt ist der, das ist eben dieses Träumen und Verlaufen in irgendein Gedankengut rein. Und das ist wahnsinnig ungesund. Ja, immer hoffen auf das Wunder, das kommt. Hoffen auf eine Erlösung, auf eine Klarheit im Inneren, wunderbar. Spirituelle Erlebnisse ausleben, ja. Aber unterscheide, und das sagt auch Saturn, unterscheide, ob dieses Erlebnis für dich relevant ist, was für dich ist, oder ob es für alle relevant ist. Und das ist wahrscheinlich auch in einer Zeit, wo jeder einen YouTube-Kanal hat, inklusive mir selber, ganz gut, dass ich nicht irgendwas rauskrakele und sage, ja, das ist jetzt was ich empfunden habe, aber womöglich wäre das halt wichtig, ja, es ist jetzt Zeit, Frieden zu schließen, und ich habe mich gerade drin mit dem Nachbarn, ja, und ich spiele jetzt, ist Friedenszeit, und ich sage, jetzt ist aber die große Zeit des Friedens, und interpretiere das für die Welt, für global wichtig. Ja? Und das muss man halt unterscheiden. Ist das für mich wichtig, relevant oder für alle? Oder wo ist denn hingerichtet? Und das ist eben Neptun in Fische. Also das sind diese großen Prinzipien, die wir in diesem Fische-Prinzip drinnen haben. Und ist natürlich auch die Zeit eben für, noch einmal, Traumarbeit, sich wirklich auch Kontakt mit dem Jenseits, wenn es einen interessiert, da mahne ich auch immer ein bisschen zur Vorsicht, aber wäre auch eine Zeit, wo man sagt, auch damit könnte man sich da beschäftigen. Ja, und jetzt kommen wir zum Big One. Und da, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, hat es wahrscheinlich schon mal gehört, dass der Pluto jetzt dann Ende 24 endgültig, aber er nasert ein bisschen rein, ich muss mir die Daten wieder anschauen, also ab 22.01. ist der Pluto, also 24, da ist er dann, 25, Entschuldigung, da ist er dann endgültig im Wassermann drinnen, und er lunzt ein paar Mal rein, ja? Und er lunzt schon relativ früh einmal rein in den Wassermann und verlässt das Steinbockzeichen. Pluto, und wer sich nicht damit auskennt, Pluto ist die Transformation, ist das Stirb- und Werde-Prinzip, ist das Prinzip von Macht und Ohnmacht. Ja? Also Pluto geht es immer darum, bei einem selber, was bilde ich mir ein, wie muss ich sein zum Beispiel. Ja? Ein plutonisches Denken wäre, ich muss ausschauen wie die Barbie-Puppe und ich lasse mich so operieren, dass ich ausschaue wie eine Barbie. Es ist ganz egal, ob das gesund ist oder nicht, ich muss das so leben, ja, zum Beispiel. Das wäre ein plutonisches Prinzip. Ja. Und das sind auch immer die Themen, wo ich selber Macht und Ohnmacht erlebe in meinem Dasein, das ist Pluto. Ja. Und wir haben es extrem gemerkt, Pluto war im Steinbock, das ist Macht über staatliche Regeln. Ja. Haben wir in den letzten Jahren einmal erlebt, wer sich daran erinnern kann. Und das ist eben Macht, wird ausgeübt über Regeln, über Gesetze, über Normen, ne, die da aufgedrückt werden. Und dieser Pluto wandert jetzt dann in den Wassermann. Und der bleibt 20 Jahre in dem Zeichen. Das ist eben das Interessante. Das heißt, der wird uns jetzt dann die nächsten 20 Jahre begleiten in diesem Zeichen Wassermann. Und der Wassermann, wir haben es kennengelernt bei Uranus, ist Revolution, ist etwas Individuelles, ist aber auch so neue Technologie, Hochtechnologie ist etwas, ist eben so diese man denkt an KI zum Beispiel, ja, Macht, Ohnmacht über Hochtechnologie, über künstliche Intelligenz, über Message Control, ja, über das Internet zum Beispiel, könnte man so deuten, ja, die Macht, Ohnmacht über Internet, aber auch die Eigenermächtigung übers Internet. Das heißt, ich habe eine Stimme, ich werde gehört. Es kann jeder irgendwo eine Plattform sich aufbauen und eine gewisse Followerheit. Ja. Und früher hat man wahrscheinlich in Königelberg stürmen müssen, dass das funktioniert hat. Und heute kann jeder, der ein Handy hat, eigentlich schon seinen YouTube-Stream starten und seine Weisheiten, ja, vor, hoffentlich die Perlen vor Perlentaucher schmeißen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, jeder hat eine Stimme und jeder hat eine Plattform dazu. Und das ist natürlich auch diese Macht des Individuums. Das Individuum wird mächtig. Und das ist die Zersplitterung letzten Endes dieser Uniformiertheit in das Plurali, in die Pluralität, in das Viele. Und das ist eben auch etwas, das wird uns jetzt begegnen. Die nächsten 20 Jahre, wir werden Splittergruppen, wir werden Gesellschaften, wo man sagt, na, die Gesellschaft ist gespalten. Ja, für Glück und ein schönes Wetter, das wird jetzt so bleiben und das wird noch mehr. Ja, also es wird wirklich eher so kommunenmäßig, und da was unter den Hut zu bringen, wird sicher eine große Aufgabe werden. Aber dieses, ich verstehe mich nur mehr mit Gleichgesinnten, Gleichgesinnte finden sich auch zusammen und haben auch eine gewisse Stimme, ein gewisses Gehör, vielleicht auch durch eine Organisation, das wird mehr werden. Und das große Thema, das wir haben mit Pluto, und das ist eigentlich astrologischer Zucker, finde ich,
Das war, Pluto ist 2008 in den Steinbock gekommen. Wer erinnert sich an 2008, was da passiert ist? Genau, Finanz. Die Lehman Brothers sind runtergerauscht, das heißt die Bankenkrise, ja, die Wirtschaftskrise. 2008. Ne? Pluto hat kurz den Steinbock verlassen und zwar im, ich glaube im Mai letzten Jahres war es, ich habe es da irgendwo stehen, sonst bitte nachgoogeln einfach. Und genau zu diesem Zeitpunkt, wo Pluto den Steinbock in den Wassermann verlassen hat, das heißt das Thema Finanzwerte, Transformation, ja? Also Regeln, Struktur, Werte. Also Wert ist Stier, aber so diese Normen, auf die wir uns verlassen können, ist transformiert worden durch Pluto. Und genau wie Pluto das verlassen hat, den Steinbock, kurz letztes Jahr im Mai, ist was passiert? Credit Suisse und Silicon Valley Bank. Also genau wie er dieses Thema verlassen hat, kurz, sind wieder zwei Banken gekracht. Und jetzt kommt der dann fix in den Wassermann. Das heißt, ich bin davon überzeugt, wir werden aus diesem Bankensektor, aus diesem Finanzsektor garantiert was hören das nächste Jahr, dass es da wieder kracht, dass es da Umbrüche gibt, dass es auch gewisse Währungsreformen eventuell gibt, wenn das mal in Bewegung ist. Ja? Ich bin übrigens auch der Meinung, weil ich es auch immer wieder frage, ja, bargeldlos, kommt das jetzt einfach nur digital? Ich glaube nicht, dass es nur digital geben wird. Das würde eigentlich dem Prinzip des Vielen widersprechen. Ich glaube einfach, dass es dann mehr Möglichkeiten geben wird, ob es jetzt Bitcoin sind, von der Quelle oder auch Bargeld, dass man sich einfach da gewisse Werte und Austauschmöglichkeiten schafft. Also das denke ich eher. Also wahrscheinlich, als dass eine digitale Währung kommt und alles andere verboten ist. Also das wäre wirklich die negativste Interpretation dieses Themas, was man haben kann. Und für das bin ich zu sehr Optimist, dass ich sage, das kommt jedenfalls so schnell nicht. Ja? Genau, also das heißt, ich glaube, dass wir mit diesem Pluto in Wassermann nächstes Jahr noch einmal beim Finanzsektor durchaus Bewegungen bemerken werden, beziehungsweise auch irgendwelche Pleiten und so, schauen wir mal, was da kommt. Ja? Aber das ist durchaus drinnen und davon bin ich überzeugt, spätestens Ende 2024, dass wir da noch einmal wieder Schlagzeilen hören werden, weil das große Thema war. Ne? Und Pluto will ja eigentlich, noch einmal, der will ja auch Sachen sterben lassen, die nicht mehr am Leben sein sollten. Also es ist ja nichts Negatives, das ist ja nicht böse, dass man sagt, oh Gott, jetzt kommt der Pluto und das ist schlimm, sondern das ist ja nur eine Transformation von etwas, das nicht mehr sein soll. Ja? Eine Wandlung von etwas, das nicht mehr sein soll oder das nicht mehr hundertprozentig passt. Und das sollten wir uns einfach noch einmal so vor Augen halten, dass es, egal wie turbulent es ist, und ich bin davon überzeugt, es bleibt im Außen so bewegt. Ja. Egal wie es wird, am wichtigsten ist es für einen selber zu erkennen, wo stehe ich, was ist mir wichtig, was sind meine Werte. Auch bitte, Pluto in Wassermann heißt auch, transformiere dein Umfeld. Ja. Schau, Leute, mit wem verstehst du dich denn gut? Und zwar so, dass man sagt, da läuft wirklich was. Nicht so Kompromissseilschaften oder irgendwelche so Sachen. Das kann sein, dass das halt einfach mehr wackelt. Sondern schau einfach, mit wem verstehst du dich gut, was läuft da gut? Und diese Leute such dir einfach auch in deinem Umfeld. Und das kann natürlich sein, dass da auch eine Transformation reinkommt. Ja. Also das ist einfach so, das wären so die Themen, die so anstehen. Das sind auch teilweise eben Zyklen, die erst eingeleitet werden nächstes Jahr, aber die ich, soweit ich es jetzt sehen kann, einfach einmal wesentlich sind. Und nämlich auch so, dass ich sage, was kannst du selber umsetzen? Nütze das erste halbe Jahr, es wird dann nachher ein bisschen blockiert wieder mehr, aber bei gerade im ersten Jahr haben wir einen guten Wind. Nutz diesen guten Wind. Jetzt ist es nur frustrierend, nicht wundern, ja, also jetzt nur ein bisschen Bremse, nicht alles, verschiebt es auf den 3., 4., 5. Jänner, dann kommt frischer Wind, dann kann ich wieder mehr, so quasi das Haupt heben. Es geht eigentlich darum, erhaben sein. Ja? Nicht immer so und da dann so irgendwie so herumruscheln und da in jedem Dreck sich umdrehen und sagen, ah, das ist schlimm, sondern heb dein Haupt und kriege einen gewissen Plan. Und lass dich da nicht unterkriegen. Es wird sowieso weiterlaufen. Also irgendwie geht es schon weiter. Ob du dabei glücklich oder unglücklich bist, hast du Gott sei Dank noch in der Hand. Ja, also das wäre es mal soweit von der individuellen Prognose 2024. Übrigens zum Thema Pluto, haben wir Steinböcke da? Also Sonnenzeichen Steinbock, ist wer da? Ja genau, weil die haben es nicht geschafft. Nein. Also Pluto war jetzt 20 Jahre im Steinbock.
Die sind schon transformiert worden. Aber wenn ihr einen Steinbock im Freundeskreis habt, wenn ihr da wen kennt, die wird es wahrscheinlich geworfen haben. Irgendwo haben die größere Krisen gehabt oder irgendwas war da. Ne? Und wenn du jetzt Wassermann bist und weißt, der Pluto kommt, dann würde ich mich einfach einmal mit den Themen Macht, Ohnmacht auseinandersetzen ein bisschen. Ne? Das ist nämlich so dieses Gefühl, dass ich oft einmal sage, ich bin mit was überfordert. Und dann einfach einmal schauen, wie löse ich denn das? Und die Lösung vom Astrologischen ist dann immer auch, und da kannst du dann auch schauen, eben individuell in deinem Horoskop, wir schauen dann nachher auch noch rein, wo steht denn eigentlich jetzt mein Wassermann, welches Haus ist das, welches Leben, welchen Lebensbereich habe ich denn da wassermännisch geprägt? Der muss ja nicht nur das Sonnenzeichen sein, jeder hat ja einen Wassermann-Aspekt. Ja? Und jeder kriegt den Pluto jetzt da drauf. Das ist jetzt nicht nur der Wassermann spürt halt vielleicht ein bisschen mehr, weil da die Sonne steht, ja. Also das ist jetzt nicht so das Drama, dass jetzt alle Wassermänner oder verdammt sind, aber die können es vielleicht ein bisschen deutlicher kriegen. Ja. Aber da kann man sich dann einfach mal schauen, wo empfinde ich Macht, Ohnmacht. Das ist einmal so ganz eine einfache Strategie. Und wie ist die Lösung? Die Lösung ist immer, astrologisch gesehen, über den Mars, komm ins Tun. Hör auf zum Hirnwichsen, Entschuldigung, Gehirnfasching hat mir meine Klientin gesagt, ich versuche das immer schon auszutauschen. Ja, also Gehirnfasching zu haben, da viel zu überlegen und komme einfach ins Tun und schaue, was kann ich denn jetzt in meinem Dunstkreis, in meiner Umgebung jetzt gut machen, was kann ich denn jetzt umsetzen? Und an das überlegt er. Und einer der Werte wird übrigens auch sein, und das sage ich euch auch, das wird garantiert sein, bilde dich weiter, lerne etwas Neues, lern was dazu. Schau, dass du eine Tätigkeit machst, das kann Sport sein, das kann auch irgendein Kurs, ein Seminar sein, lern irgendwas dazu. Das ist auch was wertvoller wird, weil der Wassermann will ja auch einfach diese Vernetzung, dieser Informationsfluss, der dann auch da laufen wird über diese Hochtechnologie. Also das ist auf jeden Fall auch gut, sich damit zu beschäftigen. Okay, gut, damit hätte ich es geschafft, ihr habt es auch geschafft. Wir schauen uns jetzt dann gleich noch die Aura-Fotos an, die später gekommen sind. Wir machen jetzt erst noch die Aura-Fotos und nachher dann die Einzelgespräche. Vielen Dank einmal. Es hat mich sehr gefreut, wieder vor mehr Leuten zu sprechen, die nicht nur vor einer Kameralinse sitzen. Ich bin wirklich, wirklich dankbar. Wenn es noch Fragen gibt, bitte gerne jetzt noch Fragen und sonst gerne natürlich unter vier Augen dann beim Einzelgespräch. Danke.